Ich hatte keinen Kulturschock, als ich in die Schweiz gezogen bin. Ganz ehrlich, ich hatte keinen Kulturschock. Also viele, die Schweiz, Deutsche, die in die Schweiz ziehen, kriegen den einen oder anderen Kulturschock oder einige Kulturschocks. Schöcke. Das ist eine Mehrzahl von Schock. Schöckeli, genau. Es gibt einige. Ich hatte keine Kulturschöckelis bekommen. Obwohl, ich hatte mich schon einmal kurz erschrocken, als ich das erste Mal von Knabenschießen gehört habe, weil ich... Ach du Schreck, was haben die armen Jungs denn verbrochen, dass man die an die Wand stellt? Da sagte meine Freundin, nein, die werden nicht geschossen, die schießen. Ach so, kennen wir auch aus Deutschland. Also vom Rummelplatz mit Platzpatronen. Und bei euch mit scharfer Munition. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wenn du so einem Teenager, so einem Hormonbolzen, irgendwie so ein... eine scharfe Waffe gibst, der muss ja nur seinen Lehrer sehen und denken auch, der hat mir eine schlechte Note gegeben, ich muss nochmal mit... Euer Notensystem ist seltsam, es ist eigentlich dasselbe wie in Deutschland, aber einmal komplett umgedreht. Also in Deutschland ist 1 die beste und 6 die schlechteste Note und ihr habt das einmal komplett umgedreht. Bei euch ist 6 die beste und 1 die schlechteste, warum? Ich habe eine Vermutung, damit ihr die schlechten Schüler nach Deutschland abschieben könnt. Weil die Deutschen freuen sich, oh, ein Musterschüler, der hat die Note 1, bitte komm sie rein. Ja, ja, nimm den Double, es hat noch genug von der... Reto, komm her, du musst auch rüber. Nein, ich bin nach 5 Jahren in der Mitte der Schweizer Gesellschaft angekommen. Wisst ihr, woran man das erkennen kann? Ich kann mittlerweile den Müll trennen in der Schweiz. Das war gar nicht so einfach. Jeder, der in die Schweiz einwandern möchte, der sollte vorher ein Quiz ausfüllen. Wer wird Millionär, ja? Bis man das mal gecheckt hat, was man alles machen muss. Es fing vor 5 Jahren an, meine Freundin hat mir das beigebracht mit den 2 Worten, hör auf! Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Schau mal hier in den Müll. Ich so, ja, ich schaue in den Müll. Sehr appetitlich, Schatz. Was ist da? Ja, siehst du das denn nicht? Da ist Papier drin. Ja, Schatz, das ist Papier, was ich nicht mehr brauche. Deswegen tue ich das in den Müll. Das gehört aber nicht in den Restmüll. Das gehört zum Altpapier. Sag mal, trennt ihr nicht in Deutschland? Doch, aber es ist optional. Wir haben ein paar bunte Mülltonnen und wissen am Ende gar nicht mehr, wo kommt was rein. Dann tun wir alles in die schwarze Mülltonne und sagen, trenn doch selber die Scheiße. Ja, aber nicht in der Schweiz. Das kommt zum Altpapierbündeli. Was? Was ist ein Bündeli? Hast du das nicht gesehen hier auf dem Weg nach Hause heute? In der Straße, wo wir wohnen, überall vor den Wohnungseingängen, Häusereingängen, gibt es so diese Altpapierbündeli. Nein, nein, ich habe Neupapierbündeli gesehen. Was? Was sind denn Neupapierbündeli? Ja, das hat der Pöstler da abgeworfen. Das sind Zeitschriften, Magazine, Zeitungen. Die werden in die Häuser geliefert. Hat der Pöstler einfach abgelegt und die Mieter und Eigentümer nehmen das einfach mit rein. Nein, 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 das ist kein Neupapier, das ist Altpapier. Das kommt aus den Wohnungen raus. Das ist Altpapier? Ich habe noch nie in meinem Leben so sauber geschnitten, frisiert, gebündeltes, sortiertes Altpapier gesehen. Was? Sag mal, lest ihr die Zeitung eigentlich noch? Oder direkt aus dem Briefkasten? Nicht Elsbeth, das sieht nicht gut aus. Nicht lesen, das sieht nicht gut aus auf dem Altpapierbündeli. Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn das knittert? Ja, so sehen die aus, die Altpapierbündelis in der Schweiz. Und genau so ein Bündeli machst du auch. Ja, Schatz, kein Problem, ich mach's so. 20 Minuten später, Schatz, bin fertig. Was soll denn das? Das soll ein Altpapierbündeli. Ja, aber da ist Karton dazwischen. Ja, gehört zum Papier. Nein, nein, das ist was anderes. Das ist beides leicht entflammbar. Was willst du von mir? Du machst jetzt ein zweites Bündeli nur mit Karton. Zweites Bündeli nur mit Karton! Eine halbe Stunde später, auch schön frisiert, geschnittenes, gebündeltes Altpapier und Altkarton. Schatz, ich bin fertig. Soll ich noch Geschenkpapier drumherum machen? Hä? Ein Gruß, Kärtli, merci, vielmal an die Müllabfuhr. Hör ruf. Bring das raus. Ich war richtig stolz auf meine ersten beiden Bündelis, ja? Altpapier, Kartonbündeli, das sah echt cool aus. Ich muss echt sagen, ja, doch, das hat was, diese Bündelis. Ich wollte, dass die Nachbarn das sehen, damit die sehen, ich habe mich gut integriert. Ich bin angekommen in der Schweiz, da, meine Bündelis. Keine Socke gekommen, keiner da, egal. Ein Tag später kam ich wieder zurück, Altpapierbündeli war weg, Karton war immer noch da, weil
es wird dir an einem anderen Tag abgeholt. Das wäre ja zu einfach, wenn es am selben Tag abgeholt werden würde. Dann stand ich vor meinem Kartonbündeli und dann kam ein Nachbar. Ja, habe ich mir gedacht, dass das von Ihnen ist, oder? Ja, ja, so schauen sie aus. Unglaublich. Sagen Sie mal, haben Sie keinen Abfallkalender? Was? Einen Abfallkalender. Einen Abfallkalender? Warum soll ich mir Bilder von Müll an die Wand hängen?